So, da sind wir wieder bei der nächsten Folge von Deponia und da liegt unsere arme und relativ liebe Goal. Denken wir das? Wissen wir das? Na, schauen wir mal. Kontaktiere Cletus. Die nicht an uns denkt. Na super. Was macht man jetzt? Hier, unser Freund. Gizmo ist Arzt, Polizist und Feuerwehrmann in einem. An meinen besten Tagen wechselt er im Sekundentakt. Ich hoffe, der wird dementsprechend auch gut bezahlt. Hallo, Dr. Gizmo. Ja, was gibt es? Ja, fragen wir mal, was mit ihr ist. Was ist denn nun mit Goal? Ich glaube, es ist das Implantat. Es wurde bei ihrem Sturz beschädigt. Goal muss zurück nach Elysium. Guter Witz. Nichts, was auf Deponia landet, kommt je zurück nach Elysium. Aber was wird dann aus ihr? Der Bürgermeister hat entschieden, dass sie hier in Kuvak bleibt. Und ich halte das für sehr vernünftig. In ihrem Zustand würde ich einem Transport ohnehin, selbst wenn das Ziel realistisch wäre. Das Ziel ist doch realistisch. Wir hatten es doch geschafft. Und dann sind wir halt wieder runtergesprungen. Ich will einen Notfall melden. Ich höre. Feuer. Feuer! Unmöglich! Das hätte meine Brandschutzsensorik schon längst detektiert. Sie haben eine eigene Brandschutzsensorik? Ja, die wurde nötig, als du 8 wurdest. Das war mein letzter Geburtstag mit Dad zusammen. Es gab einen Kuchen. Und ich glaube, ich erinnere mich sogar an ein Feuerwerk. Ich mich auch. Unglaublich, was 8 Kerzen alles anrichten können. Na gut, dann wird der Rest das Doch kein gleiche sein. Notfall. Aus deinem Munde klingt das fast so schön, um wahr zu sein. Können Sie mich einen Augenblick mit ihr allein lassen? Nein. Aber Nein. Menno. Nein. Ich komme wieder. Ich kann es kaum abwarten. Das heißt, wir sollen Cletus anfunken. Dann versuchen wir das doch mal. Hallo, Hanek. Alte Socke. Dum, dum. Ins Rathaus. Wir gehen jetzt erstmal alle Häuser nochmal ab. Was haben wir? Oh, wir haben noch einiges hier. Ein Papagei. Ja. Ach so, jetzt haben wir ja. Hey, du, aufwachen! Hihi. Geh doch, Schnarchschnabel. Geile Sache, jetzt haben wir einen Papagei. Öffnungszeiten. Funktioniert das jetzt mit dieser Zahl? Das muss nicht gewartet werden. Genau, Rufus, aber irgendwie haben wir sonst nichts. Fehlt uns jetzt einiges? Oh Mann. Ja, egal. Gehen wir nochmal in den Sitzungssaal. Weil. Oh, hallo Lotek. Mal nicht unterm Tisch am Schlafen? Es ist Zeit für ein weiteres Manöver. Und jetzt vorsichtig. Du musst auch was tun, Rufus. Lange Finger, leise Treter, Rufus war der Übeltäter. Wie gut. Ich wusste gar nicht, dass die Stadt ein Mikro hat. Wahrscheinlich für diese ach so wichtigen Bürgerversammlungen, zu denen ich nie eingeladen werde. Ja gut, wenn du nie eingeladen wirst, würde ich sagen, nimm's mit. Hihi, tschüss, Lotek. Jetzt haben wir deine Uhr. Oh, da oben. Richtig tolle Uhr. Super. Öffnungszeiten, die fehlen. Kann man das mit der Uhr machen? Vielleicht. Geht doch. Ich glaube, die Post hat auf. Postanna! Du hast recht. Damit hast du nicht gerechnet, was? Nee. Nee, ne?
Ja gut, dann. Nee, bevor wir zum Postamt gehen, würde ich sagen, schenken wir erstmal Toni den Papageien, weil jetzt lebt er ja. Komm, wir wollen zu dem Haus springen. Das dauert sonst wieder ewig, bis du dahin gedackelt bist. Schenk doch mal deiner Ex-Freundin einen Papagei. Hey Toni, ich habe ein Geschenk für dich. Hallo, hallo. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst keine Tiere in meinen Laden bringen? Ich dachte, das gilt nur für Ratten und Insekten. Und? Und Wasserbüffel. Aber dieser Papagei hier ist ganz anders. Er ist klug, reinlich, macht nichts kaputt und Läuse hat er auch nicht. Wow, er ist das genaue Gegenteil von dir. Sehr witzig, Toni. Ich dachte nur, du könntest einen Zuhörer gebrauchen, damit du mal jemand anderen zutexten kannst. Tja, wenigstens rede ich dann nicht mehr gegen eine Wand. Sehr witzig, Toni! Kein Wunder, er klingt genau wie deine Mutter. Und eine gewisse äußerliche Ähnlichkeit ist auch vorhanden. Raus! Raus! Hätte ich nur auf meine Mutter gehört. Nimm dich vor ihm in Acht, Toni. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot! Wart nur, bis du ihn richtig in Aktion siehst. Gerade erst letzte Woche hat er den Friedhofsrasenmäher mit Sprühsahne betankt. Idiot! Idiot! Der arme Vogel. Nicht mehr lange und er wird sich zu den Minengasen zurücksehnen. Minengasen? So, jetzt hat Toni den Papagei, aber groß weitergebracht hat uns das nicht. Wir haben noch unseren Dart-Pfeil, Luftballon. Gut, jetzt können wir erstmal zur Post wieder gehen. Wenn ich meinen Mauscursor wieder hab. Danke. Hallo Lotti. Aber mit ihr müssen wir ja nicht sprechen. Oh. Post. Bot. Okay. Der Job ist so langweilig, dass ihn nur ein Roboter machen kann. Und selbst der zeigt schon Anzeichen einer Depression. Ach du Scheiße. Hi. Bitte nennen Sie Ihr Anliegen. Mein Anliegen? Ja, wir müssen funken. Von wo aus kann ich funken? Ausgehende Funkgespräche können von jedem angemeldeten Privatgerät aus geführt werden. Ich habe kein Privatgerät. Wo finde ich denn so ein angemeldetes Privatgerät? Es ist kein privates Fernsprechgerät für Außerortsgespräche registriert. Was soll denn das heißen? Man muss doch irgendwie nach außen funken können. Nicht von einem privaten Gerät aus. Hm. Gut, Sind denn andere Fernsprechgeräte registriert? Es existieren 3 Registrierungen für Innerortsgespräche. Eine Anlage befindet sich im Büro von Bürgermeister Lotek, eine weitere am Empfang des Rathauses. Die 3. Anlage ist das Notrufsystem der Notfallstation. Aber von da aus kann man nur interne Gespräche führen? Na, perfekt. Ich möchte einen Nachsendeantrag stellen. Nennen Sie den Grund für den Nachsendeantrag. Ich wohne in Zukunft in Elysium. Selbstüberschätzungs-Error. Gibt es denn gar keine externen Geräte? Es existieren keine externen Geräte außer dem Horchposten der Post und dem... Na, das sind doch... Beide Geräte sind nicht zur öffentlichen Nutzung freigegeben. Verdammt! Ups, da habe ich aus Versehen mal die rechte Maustaste gedrückt. Jo, können wir jetzt anmelden? Ich würde gerne selber ein privates Gerät für Außerortsgespräche anmelden. Sehr gerne. Wo soll das Gerät installiert werden? Tonis Hütte liegt im Planquadrat 4, direkt am Ausgang des Osttunnels. Ihr Auftrag wurde registriert. Die Installation der Anlage wird voraussichtlich in Kalenderwoche 63 abgeschlossen sein. Was? Das ist ja erst in einem Vierteljahr. Bis dahin werde ich Kuwak schon lange verlassen haben. Die Installation der Anlage dauert 3,799 Monate. In diesem Zeitraum wird Ihr Haus von der Strom- und Wasserversorgung der Gemeinde getrennt. Ohrenschützer gegen den Lärm der nächtlichen Bohrungen sind im Preis inbegriffen. Wie möchten Sie zahlen? Toni zahlt für mich.
Die wird ihr Spaß haben. Darf ich in den Tresorraum? Nur über meine verrosteten Wrackteile. Das können wir arrangieren. Na gut. Mann, bist du langweilig. Ich meine, macht dir der Job überhaupt Spaß? Definieren Sie Spaß. Also bei dir ist ja echt Hopfen und Malz verloren. Spaß halt. Wie wenn jemand vor deinen Augen in eine offene Müllgrube fällt. Oder sich aus Versehen den Fuß anzündet. Zerstörung ist Spaß. Ja, wenn sie nicht dir passiert. Ich mag es, die Luftblasen in der Knickerfolie zu zerdrücken. Ist das auch Spaß? Wenn's dir gefällt. Leider brauche ich die Knickerfolie immer nur, um Pakete mit kleinen Gütern aufzufüllen, die irrtümlich in Paketen der Frankierungsstufe 3 gelandet sind. Und das passiert so gut wie nie. Aber wenn es passiert, dann ist hier bestimmt Party. Ist das jetzt ein Hinweis, wie wir da reinkommen? Du hast also ein Faible für Knickerfolie. Leider brauche ich die Knickerfolie immer nur, um Pakete mit kleinen Gütern aufzufüllen, die irrtümlich in Paketen der Frankierungsstufe 3 gelandet sind. Und das passiert so gut wie nie. Ich glaube, das haben wir jetzt verstanden. Was ist denn das für ein Kratzen? Kommt das etwa da aus dem Kasten? Das sind die Ersatzpostkatzen, die da kratzen. Das Kratzen in dem Kasten kommt von Ersatzpostkatzen? Es ist der Ersatzpostkatzenkasten. Krass. Oh Mann. Ersatzpostkatzen, wie putzig. Und sehr nützlich. Ich muss die Postkatzen wechseln, wenn sie schmutzig werden. Und den Ersatzpostkatzenkasten musst du nicht putzen? Doch, aber nur mit Putzmittelersatz. Das ist sehr lästig. Und wohin packst du die putzigen Ersatzpostkatzen, wenn du den Ersatzpostkatzenkasten putzt? In den Ersatzpostkatzenkasten-Putzmittelersatzsack. Potzdonner. Oh Mann. Was ein blödes Gespräch. Gut, können wir auch hier hinlaufen vielleicht? Hallo? Fehler. Oh. Dann halt nicht. Klappe. Oh, sind die niedlich. Klappe. Oh, zwei Katzen. Eine Katze in einem Laufrad. Süß. Man lässt eine Katze die Briefmarken lecken? Na, wenn die mal keinen Mist baut. Ein bisschen zu langsam oder ein bisschen zu schnell und die Lieferung ist gleich falsch frankiert. Okay. Denke mal, das hier wird dann noch zu einem Rätsel führen. Wir brauchen nur einen kleinen Gegenstand, den wir verschicken müssen. Wie wär's mit der Wartenummer? Ich will das nicht verschicken. An wen auch? Der Einzige, der damit umgehen kann, bin ja wohl ich. Haben wir irgendwas zu verschicken? Dietrich! Ich will das nicht verschicken. An wen auch? Der Einzige, der damit umgehen kann, bin ja wohl ich. Vielleicht an deine Knastbrüder? Luftballon! Ich will das nicht verschicken. An wen? Ja, der Einzige, der damit genau. Du bist der Einzige, der mit Luftballons umgehen kann. Luftballon. Fängt halt schon wieder gut an hier. Warte, da ging's doch hoch. Horchposten. Schläft er? Ist der tot oder hat er hier einfach nur ein gemütliches Leben? Er sieht ziemlich relaxed aus. Ja, toll. Ein Schrank, eine Taube, drei Tauben, drei Gewichte. Oder ist das hier das Rätsel? Mach mal auf die Tür. Schatz, das Taubenfutter ist alle. Genau, mach zu. Kein Futter da. Vielleicht müssen wir noch Futter besorgen. Er sieht ziemlich relaxed aus. Hey, huhu, hallo. Ja, was gibt's?